Heutzutage findest du das sehr, sehr viel. Und zwar, dass wir ein Muslim aufhand oder bezogen auf eine Tat seine Religion annullieren. Dass wir ein Muslim abschreiben, wenn der einen Fehler begeht. Ein Muslim hat so viele Sachen, er rezitiert den Koran, er betet, er fastet, er spendet, er macht und tut. Aber begeht er einen Fehler, dann sehen wir diese Person am Abschreiben. Wir vergessen alles Gute umherum und sehen nur diesen einen Fehler. Und das ist eine Krankheit in dieser Umma. Du siehst nicht das ganze Gute in einer Person, du siehst ein Falsches. Gibt es einen Bruder, er verbreitet das Gute. Er macht so viel Gutes. Dann kommt eine Person um die Ecke und sagt zu dir, ja, aber ich habe ein Video gesehen, da hat er eine Aussage getätigt, die war vielleicht fraglich. Bezogen auf diese Aussage, schreibt er ihn ab. Von denen kannst du nicht und zu denen sollst du nicht hingehen und da ist nicht gut. Denn das ist ein Phänomen. Wir wissen, liebe Geschwister, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam was gesagt hat über die Söhne Adams. Was hat er gesagt? Kullu ibn Adam sind was? Fehlerhaft. Alle Söhne Adams haben Fehler. So ich, der hier sitzt, ihr, die vor mir sitzt, Brüder und Schwestern, wir haben alle Fehler. Und zu dieser Umma gehört auch der Fehlerhafte dazu. Es gehört nicht zu unserer Art, dass wir eine Person abschreiben, weil er einen Fehler begeht. Und ich rede nicht über gewisse Leute, die die Menschen ausschließen aus der Religion. Ich rede nicht über die Leute, die wegen einer Sünde jemand sagen, der ist kein Muslim mehr. Nein, Achi, ich rede nicht über so eine Art der Gruppierung. Das ist ein Rouleau, eine Übertreibung, ein ganz anderer Punkt. Ich rede über diese Muamalat unter uns, den Umgang unter uns. Dass du siehst, ein Bruder macht so viel Gutes und basierend auf eine Sache minimierst du diese Person auf diesen einen Punkt. Ich gebe euch ein Beispiel. Hat auch Mufti Menk gebracht. Und am meisten geschieht diese Sache bei Leuten, die bekannt sind. Alhamdulillah, ich gehöre nicht zu den Bekannten, aber es gibt Bekannte unter den Muslimen. Ihr kennt alle Habib, richtig? Ja, Habib. Möge Allah ihn segnen, den Bruder. Er ist unser Bruder, richtig? Allah. Jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sieht die Kaaba als seine Qibla, den Koran als sein Buch, folgt die Sahaba, der ist ein Muslim, Achi. Wir können diese Menschen nicht von der Religion ausschließen. Er gehört zu der Umma, egal welche Taten er sonst in seinem Alltag begeht. Er ist ein Teil dieser Umma. Ob es dir nicht gefällt, das interessiert uns nicht. Khalas, der ist unser Bruder. Wie viele Menschen, liebe Geschwister, bei Habib zum Beispiel, weil er eine Sache macht, die vielleicht fraglich ist in der Religion, vielleicht auch unter den Gelehrten verboten ist in der Religion, minimieren diese Person alle seine Taten umherum, alles was er macht, die Stabilität, die er zeigt, dass er seine Religion im Vordergrund setzt, dass er religiös bleibt, obwohl er viel besitzt, dass er religiös bleibt, obwohl er sehr bekannt ist und überall erkannt wird. Dass der stabil, das wird alles erstmal beiseite gesetzt und er wird minimiert auf diese eine Sache, die er gemacht hat, die vielleicht fraglich ist in der Religion. Das ist eine Krankheit. Wir müssen auch lernen, liebe Geschwister, damit umzugehen. Weil wir selber Fehler besitzen. Weil durch diese Krankheit sehen wir unser eigenes Falsches nicht. Ich will dich sehen mit so viel Geld, mit so viel Fame gerade bleiben. Ich will dich sehen, ich will mich sehen. Wenn wir so viel Fame hätten und so viel Geld und wir bleiben gerade, dann will ich dich auf einem Podest sehen, eine Frau reicht dir die Hand und du gibst sie nicht. Es gibt keinen Fehlerhaften unter uns. Wisst ihr, was trauriger ist als dieses Phänomen, dass wir vergessen, dass wir alle fehlerhaft sind und dass wir immer die Leute minimieren auf ihre Taten und alles abschreiben an Gutes, was sie tun? Dass wir Beispiele haben in der Religion und sie benutzen nur als Werbeschilder.
Wie viele Werbeschilder nehmen wir und heben sie hoch und zeigen das den Leuten und erzählen das den Leuten? Guck mal, wie schön der Islam ist, was der verbreitet, was der uns erzählt. Aber wo ist diese Praxis? Wo handeln wir zu den Muslimen als Bruder? Aber Theorie. Theorie, Theorie, Theorie und Praxis gleich null. Wenn Islam verlangt wird in der Situation, haben wir alles vergessen.